Oh. Das ist nicht gut. Sieht noch jemand außer mir ein riesiges Schwert am Himmel? Ja, ich sehe es ganz deutlich. Guardians? Kang, der Eroberer, greift an. Wir sind mit der Evakuierung fast durch, aber die letzten Rettungsschiffe stecken in der Klemme. Lange halten wir nicht mehr durch. Keine Panik, Nova Prime. Die Kavallerie ist da. Wir lösen jedes Problem. Wir akzeptieren jedes Zahlungsmittel. Rocket, du übernimmst das Steuer. Groot? Fass nichts an. Oh. Jetzt zeigen wir es, Kang. Alles in Ordnung da oben? Die Antwort darauf möchtest du gar nicht wissen. Hey, das habe ich gehört. Spar dir deine Bemerkungen über meinen Flugstil, Quill. Verlassen wir diesen Schweinestall und gehen zur Schleuse. Schweinestall? Ich sehe hier kein einziges Schwein. Ich sehe kein einziges Schwein. Komm doch schon auf, bitte. Bevor wir noch weitergehen, freue ich mich kurz auf. Ne? Ach komm schon, Mann. Ernsthaft? So, weiter geht's. Rocket, würdest du bitte die Zerstörung meines Schiffes kurz unterbrechen und diese Luke für uns öffnen? Was? Die ist noch zu? Klemmt wahrscheinlich nur irgendwo. Na toll. Dann muss wohl die Notfallhandbetätigung ran, von der ich euch erzählt habe. Ich drücke einfach mal drauf. Ja. Da kommen ein paar. Ah ja, Notfallhandbetätigung. Ein typischer Lego-Drehschalter, ich verstehe schon. Zack. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das deine Notfallhandbetätigung sein soll. Hey, ich gebe zu, dass es ein bisschen kompliziert ist, aber immerhin funktioniert es, oder? Jo, voll kompliziert und so. Da müssen wir raus. Mit einer Schwerkraftmine kann ich uns den Weg freiräumen. Warum ist über der Steuerung eine verstärkte Platte angebracht? Du weißt doch, wie gerne Groot auf Knöpfchen drückt. Von diesem möchte ich ihn lieber fernhalten. Super. Genau. Jetzt mal damit. Eine wirklich sinnvolle und vernünftige Sicherheitsvorkehrung. Das scheint dich ja sehr zu überraschen. Kennst du ja. Ich meine, sie können es nicht dafür gleich bekommen, oder? Wenn wir das hier überleben, sollten wir uns auf kommende Notfälle besser vorbereiten. Eventuell. Wir gehen in den Landeanflug. Macht euch bereit. Okay, wir springen. Auf drei. Sobald wir niedrig genug sind. Ach so. Trägt er einen Raketenrucksack? Ernsthaft, der Typ trägt ja nicht mal ein Hemd. Okay, neuer Plan. Wir springen jetzt. Okay. Das nächste Mal erst schauen, dann springen. Aber genau das habe ich gemacht. Genau. Mhm, das hat er gemacht. Kann es vielleicht sein, dass Kang, der Eroberer, irgendwie auf Zeitreisen steht? Nö, ich weiß gar nicht, was du meinst. Warum ist da eine Mauszeiger? Geh weg. Ja, ich
weiß, dass das eine Bande von... Oh, hallo Guardians. Danke für eure Hilfe. In Kürze trifft ein Rettungsschiff ein, das die letzten Zivilisten ausfliegt. Bitte sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Aktion. Aber vergesst nicht, dass auch Kangs Truppen ein Auge auf uns geworfen haben. Okay. Ja, solange sie nur mit Augen... Nur eine Redewendung, Drax. Also gut, Guardians. An die Arbeit. Das sieht aber gar nicht gut aus. Das ist ja ein einziges Chaos. Die Zivilisten bleiben so lange hier, bis wir die Feuer gelöscht haben. Vielleicht finden wir im oberen Bereich etwas, das wir benutzen können. Ich verstehe das nicht. Wer ist dieser Kang denn überhaupt und was will er eigentlich? Zack. Tretet beiseite! Meine enorme Kraft wird diese mittelstark beschädigte Mauer zum Einsturz bringen. Jupp. Na, mach mal bitte. Zack. Dankeschön. Nicht schlecht, Team. Gute Arbeit. Wir haben jetzt unsere eigene Feuerlöschdrohne. Wow. Seine eigene Feuerlöschdrohne. Meine Güte. Ich hätte nicht sagen sollen. Tut mir leid, Leute. Die Leute fliehen in die Freiheit. Gute Arbeit. Mhm. Klack, klack, klack. Achtung, feindlicher Beschuss. Boah. Die ersten vier sind gerettet. Dafür werdet ihr bezahlen, ihr Feiglinge. So, jetzt sind wir hier unten. Wir haben hier wieder einen Notfall-Schaltmechanismus. Hallo? Ja. Und hier aus können wir was Schönes bauen. Jetzt hin. Also erstmal reißen wir die Leiter ein. Ja, und dann räumen wir dabei, dass wir. Aber schaut mal, da ist ja der Schwerkraftminenverstärker, den wir brauchen. Genau. Wollen wir hier etwas mit Schwerkraftminen zu werfen, wollte ich auch gerade sagen. So genau auf den Verstärker. Ah, okay. Lasst mich beim Öffnen der Tür behilflich sein. Ja, du darfst gleich helfen. Ja. Okay. Da. Lang. Dann reißt du mal die Tür da. Glückwunsch, Leute. Ihr wurdet gerettet vom legendären. Hey. Geht ihr in alle hin? Will denn keiner ein Autogramm vom Star-Lord? Ich glaube, den da gerade froh, gerettet worden zu sein. Da brauche ich noch ein Autogramm vom Star-Lord. Hey, geht's euch gut? Wir setzen jetzt zur Landung an. Oh, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Wir haben einen von Kangs Kumpanen getroffen und etwas Technologie aus der Zukunft entdeckt. Das müsst ihr euch ansehen. Super. Super. Rocket, hast du irgendwas, womit du dieses verstärkte Metall zerstören kannst? Na klar! Im Gegensatz zu einigen von euch bin ich auf solche Situationen vorbereitet. So, jetzt. Okay, der hat echt eine... Ja, aus der NKZ für dich, der hat aber echt eine komische Art zu laufen, muss ich jetzt mal sagen. Ups. Braucht keinen Tipp, er kann so machen. Er hat eine Bombe dabei. Gute Arbeit.
Wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass alle das Schiff erreichen. Ja, gut, steht doch schon bereit. So. Krass! Wie hat Groot das gerade gemacht? Das versuche ich euch doch schon die ganze Zeit zu erklären. Das kleine Ding, das wir gefunden haben, lässt ihn wachsen und schrumpfen, wie es ihm gefällt. Er kann sich damit auch älter oder jünger machen, wenn ihr es genau wissen wollt. Mehr scheint es allerdings nicht zu können. Ich bin gut. Heute haben wir wirklich gute Arbeit geleistet. Allerdings. Und zwar weil... Quill, komm her. Wir werden angegriffen und unsere Schilde halten nicht mehr lange durch. Du musst uns das angreifende Schiff vom Hals halten, während wir sie reparieren. Das heißt wohl Überstunden machen. Hey, greift das Ding etwa mein Schiff an? Das finde ich aber gar nicht cool. Hauen wir lieber ab, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Oh, die Milano kann jeden Moment explodieren. Viel zu gefährlich, da reinzugehen. Rocket, ist ein Fernzugriff auf die Verteidigungssysteme möglich? Vielleicht. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Ich bin gut. Versuch doch mal, Rocket. Ich bin gut. Das wird ein Kinderspiel. Das hat funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch darauf und das Ding abfeuern. Mhm. Ups. Ja. Irgendwie funktioniert das aber gar nicht, so wie es soll. Leute. Soll ich hier jetzt raufspringen können, aber ja. Ah, er kann da raufspringen, oh mein Gott. Oh, das Spiel mir einfach verarscht, aber ich dass er auch gut raufspringen kann, dachte ich, die wollen da zusammen rauf. Das ist halt einfach nur. Mich veräppelt. Ich glaube, es funktioniert. Einfach immer weiter feuern. Nur noch ein paar Schüsse. Ja, nur noch ein paar. Vielleicht beim nächsten Schuss trifft wieder jemand was sagen? Nein? Okay. Beinahe! Jetzt! Jetzt haben wir es geschafft. Guter Schuss, Rocket! Wir haben gesiegt! Okay, ja, danke! Es gibt keine größere Befriedigung als die eines Triumphes errungen auf dem Schlachtfeld. Okay. Ist es nicht herrlich, meine liebste Ravonna? Einfach verheerend. Eure Macht ist unübertrefflich, mein Kang. Oh, das ihr Tacht ist unübertrefflich. Einfach verheerend. Eure Macht ist unübertrefflich, mein Kang. Auch beim zweiten Mal noch schön. Beim zweiten Mal schön. Hä? Die Neuankömmlinge zeigen Kampfgeist. Lächerliche Ameisen. Sie sind keine Gefahr. Okay. Aber wir sollten ihnen trotzdem eine schöne Herausforderung bieten. Ich mag Herausforderungen. Celestial hier? Wieso? Wer weiß. Sieht jedenfalls nicht aus, als wollte er Freunde finden. Mein Kang, Ison der Sucher, ist das nicht übertrieben? Übertrieben? Ich fand ihn am Ende der Zeit schwach und gebrochen. Also wird er sie wohl nicht allzu
schnell erledigen. Okay. Wenn du meinst. Ison der Sucher. Dieser Tag wird einfach immer besser. Hast du dem Ding denn irgendwas getan, Peter? Warum fragen mich das alle? Nein, diesmal nicht. Wartet! Was zur Hölle war das? Soll ich raten? Hat bestimmt wieder was mit Kangs Zeitreisetechnologie zu tun. Was passiert hier eigentlich gerade? Wir müssen diesen Laserstrahl ausschalten. Vorschläge? Eine Schwerkraftmine vielleicht. Dafür bräuchte ich aber einen weiteren Verstärker. Schade, dass wir nichts haben, womit wir einen bauen können. Wir könnten doch Teile von diesem Schiff da drüben benutzen. Dazu müssten wir es allerdings erst aufbrechen. Vielleicht kann unser neuer Kumpel das für uns erledigen. Ja, er bricht das mal eben auf. Jo. Vielleicht mal kurz das zusammenbauen, dann lassen wir kurz in Ruhe. Komm mal auf den Weg jetzt. Das bringt auch meinen Ruf als gefährlichste Frau im Universum in Gefahr. Zack. Hey, ich glaube, es funktioniert. Bam. Praktisch. Das Schiff fliegt wieder. Und er haut's wieder zu Klump. Was zur Hölle war das? Das Schiff? Es hat sich selbst repariert. Wie ist das möglich? Vergessen wir also den Schwerkraftverstärker. Wenigstens haben wir jetzt etwas, womit wir angreifen können. Mhm. Hallo. Wollt ihr in das Schiff einsteigen und nicht den Charakter wechseln? Und jetzt ballern wir seine Hand kaputt. Bam. Kaputt! Nein, mein Schiff! Hey! Ich erkenne, glaube ich, einen Schwachpunkt an seiner Schulter. Überlass das mir! Nichts stellt sich mir in den Weg. Mhm. Ja, komm her. Ja, okay. Warte. Genau, ich will da jetzt auch springen.
Zack. Durch da. Jetzt lässt er den Tank da mal aus. Genau. Das gefällt ihm bestimmt gar nicht. Oh oh, Error. Leute, ich glaube, wir haben ihm gerade den Saft abgedreht. Okay, Error. Jetzt haben wir die Gelegenheit, nach einem Schwachpunkt zu suchen. Genau. Was sie gesagt hat, mach das. Jo. Lass uns mal noch reinspringen. Aua. Okay. Hallo. Kannst du bitte weiter reinballern? Dankeschön. Hey Quill, siehst du, was ich sehe? Ja, da ist ein Schwicker. Ist ein furchterregenden Roboter, der uns töten will? Ja, die Schwerkraftminenverstärker. Nö, ich meine den Schwerkraftverstärker in seiner Brust. Ja. Kannst du mit dem was anfangen? Du meinst, ich bin da schon dabei. Etwas Mächtigem wie einem Celestial eine Schwerkraftmine anbringen? Unvorstellbar, was da passieren könnte. Ja. Deswegen machen wir es einfach. Deswegen habe ich schon längst getan, weil ich die gleich gesehen habe. Boom. Er despawnt einfach. Ja, moin. Genau, verzieh dich. Wir haben gewonnen. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt haben unsere Evakuierungsschiffe genug Zeit für die Flucht vor Kangs Truppen. Super. Kein Ding. Je größer sie sind, desto härter schlagen sie zu. Hey, Quill. Frag sie doch mal nach unserer Belohnung. Stichwort zu gehen. Komm! Ja, wir sollten uns lieber auch evakuieren, glaube ich. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Das Riesenschwert ist noch da. Welches Riesenschwert? Ich bin gut. Von Terra. Die Erde? Aber Kang kann doch noch gar nicht da sein. Das ist unmöglich. Aber wir müssen hin und die Leute warnen. Warum sollen wir denen denn helfen? Weil wir die Guardians of the Galaxy sind. Weil Ison ist größer als deiner. Der wäre abgeschlossen.